Ja, die Politik, die ist sich im Moment nicht ganz eins, wie sie umgehen sollen mit afghanischen Flüchtlingen. Die vielleicht auch straffällig geworden sind, soll abgeschoben werden oder nicht? Gleich die Frage mal an Sie, was meinen Sie? Soweit das rechtlich möglich ist, natürlich. Also meiner Meinung nach abschieben, sobald sie irgendwelche Verbrechen, irgendwas anstellen, sofort abschieben. Weil das einfach nicht hinnehmbar ist, dass man in ein Land als Flüchtling kommt und die Kultur und die Gesetze nicht achtet. Ganz einfach. Ja, also ich bin grundsätzlich dafür, dass man jeden, der in Not ist, auch Hilfe zuteilwerden lässt. Aber das Minimum, was man dann auch verlangen kann, ist, dass man sich nach Recht und Gesetz dann als Flüchtling oder Geflüchteter oder als Gast in dem Lande dann auch verhält. Und wenn jemand nicht nach den Regeln, die in dem Land gelten, leben kann oder leben möchte, dann finde ich, ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man dann sich eben dann ein anderes Land suchen muss, wo man dann seinen persönlichen Freiheiten besser gegenkommen kann. Ich finde es einfach nur ein zu schwieriges Thema, um mir da eine endgültige Meinung selber drüber bilden zu können. Also will ich mich jetzt öffentlich auch gar nicht so sehr. Also ich finde es schon problematisch, solche jetzt in so ein Kriegsland wieder abzuschieben. Das finde ich nicht gut, aber soll natürlich genauso behandelt werden wie Straftäter bei uns. Oder halt in einem deutschen Gefängnis oder in einem österreichischen Gefängnis hier in diesem Fall ihre Strafe kriegen. Ja. Aber abschieben finde ich etwas schwierig. Wir haben jetzt die Situation, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt hat, abschieben ist nicht mehr zulässig. Die Politik will es trotzdem, auch in Deutschland. Was meinen Sie, sollte man sich da über den Gerichtshof hinwegsetzen als Staat? Ich denke mir, also ich habe zu wenig Fachkenntnis, aber soweit das möglich ist, werden die das schon probieren. Ne? Also ich denke mir schon, dass alles, was möglich ist in der Richtung, gemacht wird. Ja? Das meine ich. Ja. Als Nicht-Österreicher und Deutscher bin ich eigentlich dafür, dass abgeschoben werden. Egal, ob jetzt in Österreich oder in Deutschland, Abschiebung, weil... Sie halten sich nicht an die Gesetze und fertig. Die Situation in Afghanistan, die verschärft sich auch im Moment, weil die USA abgezogen sind und da ist ein klein wenig Chaos. Sollte man da darauf Rücksicht nehmen, Bedacht nehmen oder sollte man dennoch sozusagen auf den eigenen Vorteil schauen? Ich denke mal nicht, dass das viel mit eigenen Vorteil zu tun hat. Wir können sicher nicht, also als Österreich, als Europa, die Lage in Afghanistan irgendwie beeinflussen. Und wir können leider die Menschen, die dort in einer schrecklichen Lage sind, nicht retten. Ja, das glaube ich schon. Ja. Ich denke mir vielleicht, wenn das irgendwie, also jetzt nicht gerade von Österreich, aber wenn das möglich ist, dass man Hilfe hinschafft für betroffene Menschen. Es ist ein schwieriges Thema. Und Probleme von Ländern sollten, wenn es möglich ist, vordringlich in dem Land gelöst werden. Weil ich kann nicht die Probleme anderer Länder im eigenen Land lösen. Das funktioniert scheinbar nicht so wirklich.